herzlich willkommen hier zu dem Zuschauer-Info-Video in Bezug auf unseren kleinen Mini-Contest, den wir bezüglich des böse Hexenhaushalts veranstalten wollen. Und ja, dazu habe ich mir jetzt noch was da zusätzlich zu einfallen lassen. Und zwar die Sims 4 Zuschauer-WG, die startet ab nächster Woche. Und ja, da werde ich mit drin wohnen, so ähnlich wie bei der Herzchen-WG. Und dementsprechend möchte ich gerne noch ein paar Mitbewohner. Und deswegen habe ich hier nochmal einen zweiten Aufruf starten wollen. Und mit dem beginne ich auch gleich mal. Also, die Teilnahmebedingungen für die Sims 4 Zuschauer-WG. Also, das Ganze ist kein Wettbewerb und jeder darf mitmachen. Das bedeutet so viel wie, ihr habt Lust mitzumachen, dann erstellt doch einfach einen Sim, egal ob männlich oder weiblich. Und ja, schickt den einfach mit Hashtag ZuschauerWG in die Galerie. Einfach hochladen und da halt einen Hinweis verlinken in der Beschreibung, dass der auch für mich ist. Und ja, dann einfach hochladen und mir Bescheid sagen über E-Mail oder sonst irgendwas, wenn ihr wollt. Wenn ich, den finde ich bestimmt auch einfach so. Aber wenn ihr explizit wollt, dass ich ihn mir angucke, dann schickt mir doch einfach irgendwo einen Hinweis dazu. Ja, welcher Sim in den Haushalt zieht, liegt allein im Ermessen von Miss Hortley C. Miss Hortley C ist nicht dazu verpflichtet, einen Sim auszuwählen oder im LP zu verwenden. Miss Hortley C spricht gern von sich selbst in der dritten Person. Oh. Nee, das heißt so viel wie, ich entscheide, wer in die WG zieht und wer nicht. Und ja, egal ob ihr hoch und niedrig springt, es ist meine Entscheidung, ob der Sim da reingeht oder nicht. Es kann sein, dass ich auch mal sage, hey, schaut mal, ich habe jetzt die und die Sims und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Stimmt doch mal ab oder so, das können wir auch gerne machen, gar kein Ding. Aber es ist einfach wichtig für euch zu wissen, dass allein ich entscheide, wer in der WG ist und wann derjenige ausziehen muss. Und ja, das gehört einfach nur zu den Teilnahmebedingungen, ist jetzt nicht so böse, wie es klingt. Sondern einfach nur eine Absicherung meinerseits. Ja, wird ein Sim ausgewählt, erklärst du dich damit einverstanden, dass ich deinen Nicknamen nennen darf im Video und dass ich den auch zeigen darf, damit ich sagen kann, hey, das ist dein Sim hier. Und wenn der dann außerdem im LP verwendet wird, kann es natürlich auch mal passieren, dass er vielleicht brennt. ich würde ja sagen, oder ertrinkt, aber das ist ja in Sims 4 leider nicht möglich. Ja, aber irgendwelche Todesursachen werden wir uns da bestimmt einfallen lassen, wenn wir dann mal so ein Experiment machen. Ich habe auch vor, mit euch ein Experiment zu machen, aber dazu gibt es dann nochmal ein anderes Video. Jetzt erstmal zu unserer Zuschauer-WG. Lest euch dazu doch bitte nochmal die YouTube-Nutzungsbedingungen durch, dann wisst ihr ausreichend Bescheid, ne? Zwinker, zwinker. Ja, also wenn ihr mitmachen wollt, schickt einfach euren Sim mit Hashtag Zuschauer-WG in die Galerie. Und ja, sagt mir doch Bescheid, wenn ihr explizit wollt, dass ich ihn auch tatsächlich finde. Ja, kommen wir zum zweiten, sagen wir mal, Contest, würde ich sagen. Und zwar für den böse Hexenhaushalt in die Sims 3. Ja, wie immer, jeder darf mitmachen. Der Teilnahmeschluss ist am 5.10.2014. Und ja, ich lege fest von euren Sims, die ihr mir schickt, welche davon in die Top 10 kommen. Und wenn ich die ausgewählt habe, dann dürft ihr mit Hilfe einer Voting-Seite entscheiden, das wird ein Straw-Poll sein, welche Sims dann tatsächlich die drei Hexen werden in dem Haushalt. Und ja, dazu lade ich dann aber nochmal ein extra Video hoch, wenn ich die 10 Sims dann ausgewählt habe, wenn ihr mir dann zahlreich eure ganzen Sims geschickt habt. Und ja, wie das Ganze funktioniert, ihr schickt mir einfach eine private Nachricht auf Facebook an meine E-Mail-Adresse oder hier auf YouTube. Und ja, da schreibt ihr einfach den Link zu eurer bösen Hexe rein. Und ja, die ladet ihr auf der offiziellen Sims 3 Seite in eurem Studio hoch. Und wichtig ist außerdem, dass ihr die Hexe, also nur einen Sim, ja, also eine Hexe hochladet und das als Sim-Datei. Das heißt, dass ihr den Sim, wenn ihr den gerade erstellt habt, direkt im Create a Sim hochladen müsst. Dann müsst ihr einfach nur auf das Bild klicken und dann ist da gleich das Hochladen-Symbol. Wenn ihr das vorher als Haushalt abspeichert, kann ich das später nicht mehr so verwenden und ineinander wursteln. Das ist dann alles viel zu umständlich. Deswegen ganz wichtig, der Sim muss einzeln abgespeichert werden. Und ja, die ganzen Kontaktseiten, also jetzt so Facebook, E-Mail-Adresse und auch YouTube, findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr jetzt nicht genau wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt. Und ja, noch ein Problem. Zusendungen aus Kommentaren werden nicht anerkannt. Ja, das mache ich allein aus Privatsphäregründen.
Und weil es ziemlich schwieriger ist, dann jedes Mal irgendwie darauf zuzugreifen und dann schreibt wieder jeder irgendwo Kommentare her. Das hat sich in der Vergangenheit nicht so als hilfreich erwiesen, das zu tun. Und deswegen würde ich euch bitten, mich einfach woanders anzuschreiben. Wenn euch das nicht möglich ist, wenn ihr jetzt wirklich keine E-Mail-Adresse habt und kein Facebook oder sonst irgendwas, könnt ihr mir auch gerne eine Frage auf Ask.fm schicken. Dazu müsst ihr nicht angemeldet sein. Da könnt ihr auch euren Link und alles reinhauen. Und das ist auch möglich, gar kein Ding. Aber vorzugshalber bitte Facebook, E-Mail oder YouTube. Und ja, keine Sorge, bei Ask.fm, die Frage werde ich nicht veröffentlichen, sondern lediglich als Kommunikationsmittel nutzen. Und ja, auch wichtig, fragt eure Eltern, ob ihr teilnehmen dürft. Und ja, zeigt ihnen mal hier die Teilnahmebedingungen, damit die auch Bescheid wissen. Und ja, falls euer Sim in die Nachbarschaft einzieht, wird ausschließlich der Name eures Sims und euer Nickname von der Sims 3-Seite verwendet. Und alle anderen privaten Informationen von euch bleiben natürlich privat. Ja, ich bin außerdem nicht dazu verpflichtet, einen Sim von euch auszuwählen. Das heißt, ich kann, muss aber nicht. Das heißt, ich kann auch gar keinen Sim auswählen und sagen, hey, der Wettbewerb oder der Contest hier war jetzt irgendwie doch nicht so oder ich habe keine Zeit oder was auch immer. Das ist einfach nur so rein rechtlich. Aber keine Sorge, ich werde da schon was aussehen. Und ja, wann der Sim in dem ganzen LP auftaucht, ist allein meine Entscheidung. Und wann er wieder geht auch. Natürlich mache ich das mit euch zusammen, keine Frage. Aber wie gesagt, das ist eine rein rechtliche Absicherung, euch das zu sagen. Ja, wie gesagt, die Nutzungsbedingungen von YouTube findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und hier auch nochmal die Adresse. Und ja, das war es auch eigentlich alles schon zu den Teilnahmebedingungen. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich darauf zu antworten. Und ja, natürlich wünsche ich euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Erstellen. Also entweder in die Sims 4 erstellen. Und ja, da könnt ihr jeden beliebigen Charakter erstellen, den ihr wollt. Einen fiktiven, euch selbst mit fiktiven Namen oder keine Ahnung. Lasst euch was einfallen, wenn ihr mit mir zusammen in die Sims 4 in der WG wohnen wollt. Und ja, einfach in die Galerie hochladen, mir zuschicken und alles wird gut. Ja, und in die Sims 3, wenn ihr da eine Hexe zu unseren Daryl Rose dazu steuern wollt, die mit in der Nachbarschaft leben und wo wir ein paar Elixiere ausprobieren können, dann schickt doch einfach eine Mail bei Facebook, meine E-Mail-Adresse oder hier auf YouTube, im Notfall auch Ask.fm zu mir und dann können wir hier einen Contest starten mit Abstimmen von eurer Seite und so und dann dürft ihr entscheiden, welche drei bösen Hexen in die Sims 3 bei den Daryl Rose auftauchen werden. Also bis zum 5.10. habt ihr für die Sims 3 Zeit. Und ja, die Sims 4, ab sofort, sobald ich auf die Galerie zugreife und da etwas von euch sehe, entscheide ich, hey, du kommst dazu oder du kommst nicht dazu. Oder ich sage, hey, wir wechseln jeden Tag mal irgendjemanden ein, keine Ahnung. Und ja, in Bezug dazu wird auch das 5000er-Special sein. Da wird sich auch alles um die Sims 4, Sims 3 oder was auch immer drehen, denn das wird ganz, 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 ganz toll. Und ja, seid gespannt. Oh, ich bin so aufgeregt, weil ich schon alles plane und so. Und ja, wie gesagt, schreibt Fragen in die Kommentare und so. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und viel Spaß beim Erstellen. Und dann bis dann und ciao.